Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Yo, ho, yo. Was sollen wir eigentlich machen? Ich bin ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, woher es kommt. Naja, wir haben hier oben, was war das nochmal hier? Die Margaret. Ich glaube, wir sollten hier Dutch und Lenny machen. Jo, machen wir das da. Ich bin ein bisschen raus. Ich habe jetzt in der letzten Zeit eigentlich nicht so viel aufgenommen. Weil Arbeit geht vor im Moment. Und im Moment ist stressige Phase. Und ich bin tatsächlich recht knapp bei den Folgen. Also es hat sich so noch nie, dass ich so knapp bin mit zwei Let's Plays. Und ja, ich habe meinen ganzen Puffer quasi aufgebraucht in den letzten Tagen. Und deswegen, ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir langsam mal wieder, also Nico, Cora und ich, wir haben ja schon gut viel aufgenommen, aber Red Dead und Mountain Blade zum Moment ein bisschen knapp dran. Deswegen sollten wir, wollte ich mal wieder ein paar eigene Sessions einlegen. Ich habe sehr, wie gesagt, lange nicht mehr alleine aufgenommen, also mit den anderen schon, aber ja. Und zweimal haben wir jetzt gestreamt. Deswegen komme ich auch gerade nicht zum Stream, weil ich gerade eher aufnehmen muss. Ich will, dass das eine eher läuft. Also, ja. Aber, hey. Wir gehen mal gucken. Ich habe eure Tipps gelesen. Wir können eine Zugfahrkarte kaufen und dann ausrauben und so. Aber das machen wir gerade nicht. Ich würde gerne mal ein bisschen weitermachen mit der Story. Dass wir hier nicht nur die ganze Zeit rumhängen wie sonst was. Hey, Dutch. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunts. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal zu Charles. Hey, Charles. Wie geht's dir, mein Lieber? Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Wir kümmern uns drum, komm. Soli. Ach Gott, ich hab noch vergessen, das Pferd zu kaufen und so. Wie sieht's denn mit der Kohle aus? Mit der Kohlen? Ui. Und noch nicht so gut mit der Kohlen. Ist Charles dabei? Ach, da. Was ist Charles? Dann reite ich erstmal alleine, der kommt hinterher, sicherlich. Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. So, deswegen kümmern wir uns jetzt mal um ihn. He's just a cockroach in fancy britches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. Oh. Sole. Mr. Trelawney. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look.
Ja, mal. Ich kann keine ziehen. So it seems. It's on a social call. Check the house. Untersuchen. Bed's not made, so he must have been here recently. Oder er wurde rausgezerrt. You see anything there? Eine Notiz. Sag an. Tacitus Gilgor Bergbaugesellschaft. Ein Zertifikat von dieser Bergbaugesellschaft. Tacitus Gilgor Bergbaugesellschaft. Hiermit wird zertifiziert, dass der Halter von Aktien der oben genannten Gesellschaft ist. In Bestimmung des Memorandums und der diesbezüglichen Gegenstände unterliegt und dass der Preis von $1 für jede der genannten Aktien bezahlt wurde. Schriftführer. Okay, ich habe gerade Aktionär, habe ich gedacht. Das macht ja mehr Sinn, aber. Untersuchen. Der war vor kurzem noch hier, definitiv. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. Ah, der wurde wohl. Der ist wohl schnell abgehauen. Oder er hat alles umgeworfen. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. There's some blood here. That ain't good. Come on, before they get too far ahead. Wie wohin? Ah, da vorne. Yep. They went down the path here. How's your tracking these days? All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how... Wo ist das? Sind da links rein. Do you want to find them? Yeah. I still ain't sure about that. Hallöchen, wrong, dir. Arthur? Lass uns die mal anschauen. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of film. Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. Mm-hmm. He uses a cane. Looks a lot like this one. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here! Come here! Whoa! Hell, you... Na, dann gibt's jetzt erstmal ordentlich einen auf die Guschen. Komm, schlag zu! Warum kann ich hier zuschlagen? Jetzt kann ich zuschlagen. Alter. Hab mir erstmal richtig eine reingehauen. Hey Kumpel. Sag mal an, was du möchtest. Is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, okay, for Christ's sake. Yeah. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Ooh. Merk dir das einfach mal. Gib mir dein Zeug. Bin nicht gerade sehr freundlich zu einigen. Machen mir nur zu viel Arbeit. Und meine Aufwandsentschädigung. Ah, gerade eine schöne... Was ist denn mit dem Pferd? Eben eine kleine
Bedien dich bei den Reichen, kleine Achievement bekommen. Sehr schön. Kleines Achievement. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite place. Alles klar. Yes. I've spent enough time there. After you, then. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Das ist eine Could gute Frage. Be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Kind of. Hoppenburg. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Müssen wieder abhauen, ich sag's euch. Hey, komm mal her, da. Ich wette mit euch, wenn der geredet hat. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Ich wollte gerade mit ihm reden. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent, keeping fish on the line. Yeah, no. Wir werden mal schauen, wegen Trelawney, ob wir den überhaupt, ja, wie wir mit dem umgehen werden. Und was wir überhaupt wissen. Ich wette mit euch, der hat ausgeplaudert, wo wir sind. Und das wird zum Problem werden jetzt. Narren sind da. Alles gut. Scholz, wohin müssen wir? Sag es uns. Ah, geradeaus und dann wahrscheinlich... Ja, bei den Brave Waits schon, okay. That must be it. Ja. Hier sind wir. Hold. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that sack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Zieh dir durch mein Pferd. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Okay, go get them, Arthur. I can handle this. Who knows what he told them? Let's get after those sons of bitches. Na, das wird lustig. Da hinten einer, nee. Ja, du Scherzkeks. Ich sehe keinen. Da rechts, da war was. Das ist echt nicht einfach. We know who you are and we're coming for you. Did you see those birds? We need to find these bastards. God, sons of bitches. Ein Hammer. Ein anderer da hinten. Eine Drecksäcke.
da hinten. Irgendwo hier. Der war irgendwo hier. Hey, I see something on the ground over here. His dump is here. Look around. He can't have gone far. Jo. Und jetzt was, hä? Irgendwo hier muss er sein. Wow! Kleiner Drecksack. Okay, das gehörte zur Story dazu. He's mine. Let me take him. You get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Guter Wurf. Come on. You should have taken the money. Ja, und dann hättest du ihn töten sollen. I'm a fool. Shit. Oh oh. Die Schüsse. Okay. Wo ist mein zweiter Revolver? Haben wir zumindest zwei. Nice shot. Oh fuck. Das wird lustig. Ich nehme mir erstmal was von dir mit, Junge. Wo denn? Oh wow. Hey, buddy. Let's go back for Trelawney. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Ooh, ein seltenes. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery fella. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess what? Wir haben ein seltenes. Soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Kann ich hier? Ich kann hier nicht. Okay. Warte mal, das ist ein seltenes Rolling Block Gewehr. Warum ist das selten? Gut, also ich wusste gar nicht, dass es hier seltene Waffen gibt. Natürlich auch etwas, was ich jetzt gerade sehr appreciate. Gut, da haben wir ihn gerettet. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen. Mr. Trelawney, where are you? Oh nein. Over here, dear boy. Yo ho yo. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? Warte mal. Kann ich jetzt hier, kann ich das immer wieder auswählen? Ja. Okay, das macht einfach mehr Schaden, hat aber weniger Reichweite. Okay. Und hier, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir den Lancaster, dann haben wir... Ich muss die Waffen echt mal mitnehmen hier, hör mal. Ah ja, genau, und vielleicht ein anderes... Kettleman Revolver, Double Action, nein, die Schofield, beide. So, jetzt geht's mir besser. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater.
So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Okay. Ja, da haben wir Trelawney doch nochmal gefunden und das war anscheinend ein Problem. Bounty Hunters, Pinkertons, Lawmen. Everywhere we go, there's more and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. Also die Menge an Zivilisation hat die... hat unsere Art quasi hier als Räuber, als Outlaws letztendlich abgelöst, so wie es anscheinend ist. Ich finde die Theorie übrigens interessant, dass quasi der Zuwachs an Population dazu führt, dass einige böse Berufsgruppen, die sich eigentlich immer gut verstecken konnten, aussterben, Räuber etc. Würde ich eigentlich nicht so sagen, weil es gibt ja bis heute noch mehr oder weniger Räuber und Kriminelle und sie arbeiten anders. Aber sie gibt es, sie haben sich angepasst. Ja, also Kriminelle jetzt aller Art. Also die, die es jetzt nicht nur wegen einer Tat sind, sondern die halt auch systematisch davon leben. Es hat sich halt verändert. Und durch Globalisierung hat sich das ja nochmal verändert. Ja, durch die Globalisierung. Das ist total spannend, also wie sich halt eben alle Systeme, die wir in der Umwelt haben, anpassen. Auf die eine oder andere Weise. Oh, da wären wir ja. Okay, then. Ah ja, wir wollten ja beim letzten Mal ein Pferd kaufen, jetzt fällt es mir wieder ein. Weil das, es gab keins, was wir uns zumindest, glaube ich, leisten konnten oder so. Gut, wir haben hier wieder zwei Missionen. Eigentlich würde ich erstmal Munition holen wollen. Are you well, Mr. Morgan? Well, I'm alive, Miss Grimshaw. These girls, Mr. Morgan, they're driving me to despair. Was? Why? No gratitude and no manners. This younger generation, it saddens me. The world is ruined. He's no windbag, son. He is a seer. He sees things that we don't sagen wir immer. I know, I'm just teasing. Das sagen wir immer und werden auch immer sagen. Ich sag es auch heute schon. You might not like what you find. You're probably right. You know, you always had the most incredible way of putting things. Mr. Miller has a way of putting things. Me, I'm just an old outlaw, not prepared to go quietly. Oh, you're more than that, Dutch. You're ich höre gerade so ein bisschen noch zu nebenbei. Und noch ein paar Pfeile mitnehmen. Molly. Messer brauchen wir ja nicht. Charles. Yo, wir haben wieder Munition. Gut. Ja gut, da würde ich erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es lohnt sich jetzt gerade nicht. Wird nämlich die nächste Mission direkt beginnen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns, Kamera, am nächsten Mal. Von daher bis dann. Ciao, ciao.